Hallihallo, herzlich willkommen zurück hier bei Geheimakte, yo, voll fresh, Mann. Wir müssen den Rauch schwarz kriegen, die Damen langsamer tanzen lassen. Und da uns dies nicht gelingt, dadurch, dass sie die Musik so schnell hat, frage ich mich doch, wozu wir diese Gewichte haben. Und dazu können wir dann noch zu der anderen Kampagne rüber switchen, aber das möchte ich nicht so gerne. Genießt die etwas lautere Musik? Lautere, ich meine schnellere. Tumor, ja, geht sogar. Durch das Gewicht dreht sich die Platte langsamer, hört sich aber immer noch ziemlich gut an. Hört sich an wie so ein kleiner Walzer oder sowas. Springen wir sie mal an. Hallo, wollen Sie nicht auch meiner Partei beitreten oder sich für mein rhythmisches Putzen anmelden? Ich brauche noch etwas Bedenkzeit. Okay, sagen Sie dann einfach Bescheid. Na? Ich frage mich, wozu eine so kleine. Ach so. Ich frage mich, wozu eine so kleine und abgelegene Nervenheilanstalt einen Pförtner braucht, zumal es hier nicht einmal einen Parkplatz gibt. Tja, zur Etikette. Hallo, was macht die Muse? Das, was alle Frauen machen. Sich Zeit lassen. Haben Sie nun alles, was Sie für das Porträt brauchen? Ja, ich denke schon. Ist von hier zwar etwas schwer zu erkennen, aber ich werde es versuchen. Ja, nee. Er könnte ja auch zu ihr hingehen. Aber er will ja seinen Platz nicht verlassen. Ach ja, er darf ihn ja nicht verlassen. So, besser geht's in 60 Minuten wirklich nicht. Ich finde, ich habe mich mal wieder selbst übertroffen. Meinen Sie nicht auch? Ja, wirklich hübsch. Und die Vorzüge sind mehr als deutlich hervorgehoben. Vielen Dank. Bitte. Ich werde Ihnen das Meisterwerk noch in eine Tüte packen, damit es nicht schmutzig wird. Cool. Ich lasse Sie jetzt mal wieder mit Ihrer Muse allein. Danke. Ich warte immer noch auf den Kuss. Von mir oder von der Muse? Sowohl als auch. Das Porträt von Schwester Sabrina in Folie eingeschlagen. Dann gehen wir mal hin. Schauen Sie mal, wie finden Sie das? Oh, das ist aber hübsch. Und die Frau sieht ja überwältigend aus. Ach, das bin ja ich. Dass ich schön bin, wusste ich ja schon immer, aber so umwerfend. Ja, und so bescheiden. Ich dachte, Sie könnten es vielleicht als Wahlplakat verwenden. Ja, prima Idee. Aber eines ist ein bisschen wenig, oder? Frauen, gibt man ihnen den kleinen Finger, reißen sie einem gleich den ganzen Arm ab. Aber wenn ich Ihnen noch ein paar mehr Bilder besorge, dann helfen Sie mir auch, okay? Ja, schon gut. Ich verspreche Ihnen, nach meiner Wahl wird es keinem schlechter, aber allen besser gehen. Genau, und niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Ich sehe schon, Sie könnten wirklich eine gute Politikerin werden. Ich schau mal, dass ich noch ein paar Wahlplakate auftreiben kann. Ich überlasse Sie dann mal wieder In Ihren. Hüftschwung. Dafür brauchen wir den Kopierer. Aber da lässt uns der Kerl nicht rein. Aber erfahrungsgemäß müsste das doch brennen. Ja. Das Erdbeben hat begonnen. Nina, manchmal bist du wirklich böse. Aber wir mögen es, wenn Nina böse ist. Und warum hat er keinen Hörschutz? So, dann gehen wir rüber ins Zimmer. Oh, das tut uns aber leid. Die Erschütterung durch den Presslufthammer hat das Kartenhaus zusammenstürzen lassen. Die braucht der arme Kerl bestimmt noch für seinen nächsten Rekordversuch. Na. Ein Kopiergerät. Ich bräuchte erst mal etwas, was ich kopiere.
Ich habe das komplette Kopierpapier verbraten. Das sollte sogar für eine kubaweite Kampagne reichen. Na. Der ist so süß. Kann man hier noch was mitnehmen? Was haben wir denn hier? Eine Liste mit der Überschrift "Ausgeliehene Plüschtiere bitte eintragen. Jeder nur ein Plüschtier." Knuffig, putzig, schnuckelig und zum Knuddeln. Mhm, das ist der Kopierer, bla bla bla, sonst haben wir hier alles, ne? Ja. Dann gehen wir mal zu ihr und geben ihr die... Irgendwie jetzt langsam. Hier sind die Wahlplakate. Ihrer politischen Karriere steht also nichts mehr im Weg. Wunderschön. Einfach wunderschön. Wer könnte dieser Frau widerstehen? Keiner. Helfen Sie mir jetzt? Klar, ich habe Ihnen doch mein Politiker-Ehrenwort gegeben. Helfen Sie mir trotzdem? Na gut, ausnahmsweise. Aber passen Sie auf Ramon auf. Er ist hier der Pfleger. Und wenn er Sie erwischt, macht er Hackfleisch aus Ihnen. Also beeilen Sie sich. Die Zelle von Perez ist ganz am Ende auf der linken Seite. Gut, da gehen wir mal hin. Ganz am Ende auf der linken Seite, rechts. Die Tür sieht anders aus als die übrigen Türen. Wahrscheinlich ist es gar keine Zelle, sondern der Raum für den Pfleger Ramon. Da gehe ich besser nicht rein, sonst erwischt er mich noch. Oh Gott, die machen mir irgendwie Angst. Er sieht aus, als hätte er die Schwelle des Wahnsinns schon seit längerem überschritten. Von ihr aus gesehen ist das aber links. Von mir aus gesehen ist das rechts, aber... Die Zelle ist leer? Soll das ein Witz sein? Oder wissen die selbst nicht, wo sich ihre Patienten gerade aufhalten? Oh. Da oben ist eine Kamera angebracht. Ob das Ding funktioniert? Nein. Sieht aus wie Blut. Oh, wir hören, was der da sagt. Sieht so aus, als hätte jemand versucht, die Fliesen in einem bestimmten Muster aus der Wand zu brechen. Aber ich komme einfach nicht drauf, was es bedeuten soll. Kleine Rillen in der Wand. Sieht fast aus wie Kratzspuren. Da steckt etwas in einer der Rillen. Das sind Fingernägel. Klemmt da nicht irgendwas zwischen Matratze und Bettgestell? Tatsächlich, ein Zeitungsartikel. Es geht um die neu besetzte Stelle der Anstaltsleitung. Daneben ist ein großes Foto von dieser Nicole Charleroi. Aber sonst? Hallo? Jemand da? Ja, komm nur rein. Ich verspreche dir, wir werden bestimmt viel Spaß zusammen haben. Vielleicht beim nächsten Mal. Ja, schon klar. Vielleicht müssen wir da ja vorher was machen. Wenn man sich das die ganze Zeit anhört, was ich hier die ganze Zeit auf meinem rechten Ohr höre. Nö, ich glaube, das war's hier. Kann ich noch mal kurz stören? Aber klar, Schätzchen, jederzeit. Ein bisschen Ablenkung kann ich gut gebrauchen. Die Zelle von Perez ist leer. Wo ist denn nun Ihr Patient? Leer? Was heißt leer? Na, leer, keiner da, alle weg, wenig los da drin. Kurz, sie ist leer. Kann nicht sein.
Die Frau Doktorin wird mich umbringen. Das heißt, Sie wissen wirklich nicht, wo Paris ist? Nein, ich... Ramon? Ja? Wo ist Paris? Wieso? Er ist nicht in seiner Zelle. Also, wo ist Paris? Er ist weg. Ich habe die Frau Doktorin schon informiert. Sie wird sich darum kümmern. Darum kümmern? Dann wird sie sich auch um uns kümmern. Ich glaube nicht. Sie klang ganz ruhig. Mach dir keine Sorgen. Es wird schon nichts passieren. Ich werde mich jetzt erstmal um die Wäsche der Patienten kümmern. Die muss nämlich dringend gewechselt werden. Wir reden dann nach Feierabend, okay? Ja, das sollten wir. Tut mir leid, das habe ich nicht gewusst. Sie haben ja selbst gehört. Oh Herr, steh uns bei. Da fliege ich tausende von Kilometern, nur um festzustellen, dass dieser Paris verschwunden ist. Aber so leicht gebe ich mich nicht geschlagen. Er kann sich ja schließlich nicht in Luft aufgelöst haben. Die Kamera in der Zelle von Manuel Paris, ist die eingeschaltet? Ich glaube schon. Die Charleroi hat die da angebracht. Oder besser gesagt, anbringen lassen. Kann man sich irgendwo ansehen, was die Kamera aufgezeichnet hat? Bestimmt. Im Kontrollraum müsste das mit Sicherheit möglich sein. Kann ich mir den mal ansehen? Nein, da darf keiner rein. Kommen Sie schon, Sie schulden mir was. Tut mir leid, ich habe nicht mal einen Schlüssel dafür. Den haben nur Ramon und die Chefin. Ich überlasse Sie dann mal wieder Ihrem Hüftsch... Ja. Ramon läuft jetzt da drin rum. Und vor dem hat mich Sabrina ja ausdrücklich gewarnt. Wieder einmal eine Frage, die sich aufwirft. Was können wir tun? Oh. Der ist voll schmutziger Wäsche. Ich habe keine Ahnung, wie es weitergehen könnte. Obwohl, er meinte doch, er sammelt die Wäsche auf. Das heißt... Ach so. Ich muss da bestimmt irgendetwas reinlegen oder so. Gottchen, ich bin ratlos. Ratlos in Seattle, ratlos hier. Und darum werde ich die Folge mal früher beenden. Also, bye bye.